Liebe Miss Moneypennies, glaubt man im Böck, gibt es keinen schönen Sommer. Schaut man raus, ist es super Wetter, es ist warm und dann kommt die Frage aus, was legt man ins Büro an? Man will nicht warm haben, aber gleich kompetent wirken. Gerne zeige ich euch einige Tipps und Tricks. Beim ersten Bild ist es sicher so, dass ein zu tiefer Ausschnitt ein No-Go ist. Das zweite Bild könnte man sagen, das Muster das lenkt völlig ab. Und vor allem schulterfreie Oberteile, so gehen nicht. Und das Dritte, ja, es ist einfach zu eng. Das heißt, es ist zu figurbetont und der Schnitt passt nicht. Dann gibt es noch die ganzen Sachen mit den Anzügen. Anscheinend geht von oben bis unten mit knalligen Farben sind absolut bürotauglich. Findet ihr das auch? Beim ersten Bild finde ich eher, dass das für einen Abend oder für ein Fest oder für eine Party geht. Rot, von zunderst bis zoberst, ist sehr eine dramatische Farbe. Klar, es ist auch eine weibliche Farbe, aber dramatisch und weiblich und es kann wirklich fürs Gegenüber too much sein. Beim zweiten Bild mit dem Sprossengrün, die Dame sieht ehrlich gesagt sehr kränklich aus. Man fragt sie vielleicht eher, geht es dir gut, als dass sie sonst wahrgenommen wird und ihre Kompetenz unterstreicht. Beim dritten Bild mit dem Muster, es lenkt einfach ab. Man wird abgelenkt, man weiß nicht, wohin schauen und ja, vielleicht wäre die Hälfte besser eingesetzt. Für mich ist die sechste Person perfekt angelegt. Alle, die mich schon länger kennen, wissen, wie ich Farben liebe, doch die müssen richtig eingesetzt werden. Daher ist es ganz wichtig zu verstehen, welche Farben schmeicheln einem, welche machen einem eher kränklich, welche sind Wow-Farben und vergessen nicht, Farben, Stil, Muster und auch Materialien haben eine nonverbale Sprache dahinter. Wenn ihr euch wohlfühlt, das sieht man euch an. Ja, wie wirkt denn das Bild auf euch? Daher werdet ihr sicher nicht so schnell vergessen. Wenn ihr euch aber vergleicht, mit dem Herrn nebendran, wer wirkt kompetenter? In welche Branche mag es vielleicht was leiden? Wie sieht das bei den Damen aus? Das ist ein Bild, das ich auf LinkedIn gefunden habe. Ein Wealth Management, wo ganz unterschiedlich die Leute angelegt sind. Die haben aber auch noch zusätzlich die Leute aufgefordert, und zwar: The company asked them to come to work with clothes they used to wear on their Zoom-Meetings. Ja, wie wirkt das auf euch? Klar, sagt ihr, ja, typisch, ist während Zoom gewesen. Oben hat man sich einigermaßen angelegt und unten ist es nicht drauf angekommen. Ja, das ist sicher so ein typisches Zoom-Bild, doch ich sehe sehr oft Leute, die unten und oben überhaupt nicht passend Sachen kombinieren und von den Schuhen wollen wir schon gar nicht reden. Das ist ein Extrembeispiel, ja, das wissen wir alle, aber ich werde euch anhand von dem Bild und den folgenden gewisse Sachen zeigen. Da habe ich mich überhaupt nicht in die Schale geworfen. Einige Fotos, muss ich ehrlich sagen, sind natürlich auch Schnappschüsse, sind sicher nicht sehr gekonnt. Aber ich werde euch gleich einige Sachen können da zeigen, was gut, was besser ist oder was könnte man besser machen. Tendenziell muss man sagen, dass die beiden Etui-Kleider oder die beiden Kleider zu kurz sind. Knie ist sowieso nie etwas Schönes. Das Zweite ist, man wird abgelenkt oder man wird nicht abgelenkt, je nach Muster. Ja, das ist auch so. Was sieht man auch? Das Schulterfrei ist sicher ein No-Go im Büro und ich habe das auch noch kombiniert mit einzelnen Schuhvariationen. Sei das mit einem Ballerina, einem Pumps, mit einem kleinen Absätzli, mit weißen Sneakers, mit farbigen Schuhen, wo das wieder aufnimmt im Kleid, aber auch mit Sandalen. Eins möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Sandalen, auch wenn eure Pediküre noch so schön gemacht ist und der Nagellack perfekt, oder ein Slingpumps, wo hinten offen ist, das ist ein No-Go ins Büro. Füße sind wirklich privat. Ja, wenn man das Bild nochmal anschaut, was wirkt für euch am perfektesten? Habt ihr euch eventuell verwünscht, dass ihr so ins Büro geht? Habt ihr vielleicht aber auch einen Vorschlag jetzt da gesehen, wie ihr gewisse Sachen könntet für euch besser machen? Für mich ist die letzte Variante die beste Variante.
Ich habe da zusätzlich auch noch mit dem Schuh ein bisschen gespielt, weil ich zusätzlich etwas auf den Schuh da habe, wo ich auf- und abnehmen kann. Wenn ihr unsicher seid, wenn ihr nicht wisst, wie ihr ins Büro gekleidet gehen solltet, schaut euch doch einfach einmal im Team um, wie die umeinander laufen, oder sprecht das noch besser im Team ab. Ihr sendet immer eine Message aus. Ihr arbeitet für ein Büro und ihr habt immer einen Imagegedanken gegen aussen, der Firma gegenüber und den Kunden. Vergesst das nicht, es kommt wirklich darauf an, wie ihr arbeiten könnt. Wenn wir jetzt das andere Bild noch vergleichen, was fällt euch da auf? Ja, habt ihr eventuell gesehen, dass die dritte Dame von links sogar eine durchsichtige Bluse anhat? Wie kann man dem aus dem Weg gehen? Es ist nicht so, dass ein weißer BH unter einer weißen Bluse nicht durchscheinen. Nein, das ist ein Irrglaube. Tönt doch neutrale Unterwäsche darunter anlegen, das heisst hautfarbige Unterwäsche. Oder ein T-Shirt-BH, wo auch hautfarbig ist, dann blitzelt nichts durch. Ein roter BH unter einem weißen T-Shirt oder unter einer weißen Bluse blitzelt nicht durch. Probiert es doch einfach aus. Da bin ich nochmal. Ich darf sagen, ich habe Größe 44. Ich liebe das Kleid, aber ich würde es nicht in ein Büro anlegen. Es ist zu wild, auch wenn die Farben perfekt für mich sind, aber was ich da eigentlich will zeigen, sind nochmal die Schuhe unten durch. Ich habe ganz verschiedene Schuhe aufgenommen, immer wieder, was auch im Kleid vorkommt. Und ich will einfach nochmal schnell auf die Schuhe-Thematik eingehen. Alle gerne, die Sneakers tragen, wieso nicht ein weicher Ballerina, wo eine Yogamatte drin hat? Und den Schuh könnt ihr auch noch up und down dressen, indem dass ihr so wie ein Mäschchen könnt draufklippen könnt. Und da gibt es ganz verschiedene. Und wenn ihr zum Beispiel im Ausgang geht, habt ihr die Schuhe schon dabei und könnt das einfach wirklich top up oder down dressen. Ich hoffe, euch da einige Inputs hat können geben. Ich weiß, es ist heiß draußen, aber denkt doch auch daran, ihr habt Aircondition und mit Aircondition verkältet ihr euch sehr schnell. Daher schaut doch nochmal schnell, was das für einen Unterschied macht, wenn ich jetzt ein Tank-T-Shirt oder einen Rock habe, wo schulterfrei ist, oder wenn ich etwas über die Schultern nehme. Es sieht doch schon sehr viel kompetenter aus. Ich wünsche euch ganz einen schönen Sommer und bei allfälligen Fragen könnt ihr mich doch einfach kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen.